Und mittlerweile wissen wir auch, Deutschland wird ebenfalls Waffen liefern. Daniela Will im Studio. Womit genau können die ukrainischen Verteidiger rechnen? Also es geht ja um ungefähr 1000 oder genau genommen um 1000 Panzerfäuste, aber eben auch um 500 Fliegerfäuste. Und über diese Waffenlieferung sprechen wir jetzt. Und das mache ich nicht alleine, sondern bei mir ist Guido Schmidtke. Er war auch lange Jahre für uns als Reporter in Krisengebieten und kennt sich dementsprechend mit Militärtechnik und Strategie ganz gut aus, würde ich mal sagen. Guido, hallo. Hallo. Schauen wir doch also mal auf diese Stinger, auf diese Fliegerfäuste, diese sogenannten 500 Stück. Das habe ich gerade schon gesagt, werden geliefert. Und wir sehen sie hier auch abgebildet. So sehen sie aus. Also so 1,5 Meter lang ist eine dieser Fliegerfäuste und ungefähr 16 Kilogramm schwer. Man trägt sie so auf der Schulter, das sieht man hier ganz gut auf der Abbildung. Und jetzt ist natürlich als allererstes die Frage, das klingt so, als könnte die jeder auf die Schulter nehmen. Kann die wirklich jeder auf die Schulter nehmen? Braucht man da eine spezielle Ausbildung, eine spezielle Schulung? Sind die gar vielleicht aber sogar auch für die Freiwilligen geeignet in der Ukraine, die sich jetzt zum Dienst melden? Also man kann sagen, bei der Bundeswehr bezeichnet man sie als soldatensicher. Umgangssprachlich ein bisschen despektierlich würde man sagen, idiotensicher. Also relativ einfach zu bedienen. Man kann sich auch ein Tutorial im Internet angucken und sieht da praktisch, wie man die Waffe bedient. Die Waffe nimmt einem eine Menge Arbeit ab. Ich stehe irgendwo in der Deckung am Waldrand und dann kommt ein Hubschrauber, dann springe ich mit der Waffe raus, visiere das Ziel an, dann schaltet der Infrarot-Suchkopf praktisch auf das Ziel, auf den Hubschrauber, dann bekomme ich ein akustisches Signal. Wenn es jetzt zu laut sein sollte, gibt es auch noch den sogenannten Bone-Checker. Das ist, wenn ich durch die Optik gucke, so ein kleines Gerät, was dann vibriert und dann weiß ich so, jetzt kannst du abfeuern und dann drücke ich auf den Knopf und dann macht die Waffe von alleine einfach die Zielverfolgung und schlägt dann auf Kontakt ein, hat einen Sprengsplitterkopf, der dann dafür sorgt, dass hunderte Fragmente durch die Waffe in den Hubschrauber oder in den Jet geraten und der dann so entweder kampfunfähig ist oder abstürzt. Wir sehen es hier auch noch mal im Einsatz. Das sind jetzt Archivaufnahmen vom amerikanischen Militär, das ebenfalls mit dieser Waffe oder diesem Luftabwehrsystem hantiert. Fire and Forget ist das Prinzip, das du gerade beschrieben hast. Also das heißt, man kann im Prinzip anvisieren, abdrücken und muss sich dann nicht mehr darum kümmern aufgrund dieser modernen Technik. Und was wir jetzt hier sehen, das sind Luftaufnahmen, Satellitenaufnahmen des Flughafens Hostomel, also in unmittelbarer Nähe vom Stadtzentrum der Hauptstadt von Kiew. Und dieser Flughafen, der war ja heiß umkämpft. Der ist jetzt zuletzt wieder in die Hände der Russen gefallen. Und die Rede war immer davon, dass sie versuchen würden, da eine Luftbrücke einzurichten. Ist das jetzt durch diese Stinger-Abwehrraketen möglicherweise nicht mehr so gut möglich? Kann man das damit verhindern? Also nicht unbedingt, weil in der Regel würde man militärisch eine sogenannte Security Box um diesen Flughafen aufbauen. Das heißt mit Scharfschützen, mit eigenen Truppen und würde wahrscheinlich so ein Quadrat von bis zu 8 Kilometer um den Flughafen herum aufbauen. Und das bedeutet, dass die Stinger dann nicht mehr unbedingt zum Einsatz kommen, weil die eine Reichweite so durchschnittlich 3-4 Kilometer haben. Und dann kann man die anfliegenden Hubschrauber, Jets und Transporter sehr schwer bekämpfen. Dazu muss man sagen, dass es auch spezielle Anflugverfahren gibt, wenn man diese Bedrohung vom Boden aus hat. Das heißt, die Maschinen fliegen sehr hoch an und gehen dann in einen sehr steilen Sinkflug, wenn sie über der Landebahn sind, um dann kurz vor dem Boden die Maschinen abzufangen und zu landen. Für Hubschrauber ist es eh kein Problem, weil die ja senkrecht starten und landen können. Insofern würde ich mal sagen, eher zweifelhaft, dass die Ukrainer mit der Waffe groß was bewerkstelligen können. Vielleicht trotzdem noch mal kurz, bevor wir auf das zweite Thema schauen. Für wie effizient oder effektiv hältst du es jetzt, dass man diese 500 Stinger-Waffen liefert? Ist das vielleicht ein Tropfen auf einen heißen Stein oder doch wirklich wirksam? Nee, das ist schon eine Schlagkraft, die man damit hat. Natürlich wird nicht jeder Stinger-Einsatz automatisch bedeuten, dass ich einen Hubschrauber, ein Kampfflugzeug oder einen Transporter abschieße. Aber man kann da schon von hohen prozentualen Erfolgsraten sprechen und kann davon ausgehen, wenn die einigermaßen effektiv eingesetzt werden, gerade wenn Hubschrauber sich so in Landezonen nah am Boden befinden, dass man dann schon hohe Abschussraten und hohe Verlustzahlen für die russische Armee erzielen kann. Laut Bundeswehr ist ja auch die Trefferwahrscheinlichkeit bei 80%. Jetzt schauen wir aber doch noch mal auf die aktuellen Ereignisse, schauen noch mal auf die Ukraine-Karte. Vieles passiert da ja gerade um die Großstädte, natürlich auch um die Hauptstadt herum. Und was berichtet wird, ist, dass ein enormes Panzeraufgebot jetzt auch in der Nähe von Kiew gesichtet wird. Auch hier wieder entsprechende Satellitenbilder mit einem kilometerlangen Konvoi. Ja, was passiert da gerade? Hat man da nicht vielleicht auch ein bisschen den Eindruck, die russische Luftwaffe, die wird eher hinten angestellt und man konzentriert sich jetzt mehr auf den Boden?
Also militärtaktisch würde man auf jeden Fall sagen, dass das hochriskant ist, solche langen Kolonnen zu haben. Vor allem, wenn man die ukrainischen Straßenverhältnisse kennt. Normale Taktik wäre dann vom Gegner das erste Fahrzeug und das letzte Fahrzeug beschießen. Hoffentlich fallen die dann aus und dann sind die, die in der Mitte des Konvois sind, praktisch ja zum Abschuss freigegeben. Und was mich ein bisschen wundert, ich sehe relativ wenig Luftnahunterstützung. Luftnahunterstützung bedeutet entweder, dass ich Kampfflugzeuge habe, Erdkampfflugzeuge, oder ich habe Kampfhubschrauber. Also die Deutschen oder die Amerikaner würden solche Konvois oder solche Operationen nicht ohne Kampfhubschrauber, die praktisch von der Luft aus absichern, mit weitreichenden Videokameras, mit anderen Sensoren, die dann, wenn man auf den Gegner trifft, auch von der Luft aus eingreifen können. Also für mich ist das ein bisschen Indiz, dass da doch Angst bei der russischen Armee besteht, dass die Stinger da hohe Verlustzahlen erzeugen können. Sagt Guido Schmidtke, vielen Dank. Und auch diese Bilder eines ja abgeschossenen russischen Helikopters deuten darauf hin, dass man offensichtlich mit so hohen Verlusten dieses teuren technischen Militärgeräts nicht gerechnet hat. Daniela, Guido, Dankeschön.